So Leute, willkommen zu Folge 8 von dem Großeinkauf, den wir hatten. Ich bin gerade mal kurz runtergegangen, weil es hat hier extrem gehagelt. Und dann habe ich einen Eimer nach draußen gestellt, um Hagelkörner zu sammeln. Ah, ich glaube, jetzt regnet's. Und dann habe ich auf der Treppe gesehen, dass wir noch ein Paket bekommen haben von Amazon. Ja, Mann. Da wollen wir doch mal wissen, was da drin ist. Das ist, glaube ich, dann die 10. Sache, die uns gefehlt hat. Ach, das habe ich ja auch noch bestellt. Ja, dann machen wir doch gleich damit weiter. Ne? Ja, cool. Machen wir damit gleich weiter. Und dann haben wir ja noch ein paar Sachen. Wir haben nämlich für heute die Endstriker Nerf Gun Reflex EX1. Ist sozusagen der große Bruder von der Jolt. Ja, und die müssen wir jetzt leider aufmachen. Das könnte wieder kurz dauern. Ach, ich habe die gar nicht richtig gezeigt. Das tut mir jetzt leid, sorry. Ja, ach, so legt man die nach. Ey, geil. Die legt man nach wie eine Schrotflinte. Das ist ja cool. Jo, wir kriegen 3 Schuss dafür. Also wieder 3 Schuss, wirklich. Geile Sache. Wow, wow, wow. So, das ist die kleine. Mann, ist sie winzig. Hier ist eine Halterung für einen Gurt. Boah, boah, hier ist nix. Ey, wie soll ich denn die festhalten? Aber die raschelt. Ja. Hier oben ist wieder ein Aufsatz drauf. Da kann man wieder was draufstecken. Und nach lauter Verpackung. Oh. Soll ich so nachladen? Aber das stört mich jetzt schon, dass hier unten nichts ist. Ah. Cookie hat mitgedacht. Wer Cookie nicht kennt. Cookie hat mir nämlich gerade gesagt, ich soll die Brille benutzen. Ja. Das ist Cookie. Schon mal gezeigt in der Folge. Der schlaue Keks von nebenan, der bestimmt mehr Hören hat als ich. Aber ich kann mit der Brille. Boah, ey, wie eine Schrotflinte. Das waren jetzt Flaschen. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal an. Also, robust ist sie auf jeden Fall. Sie ist hart, sie raschelt wirklich ein bisschen. Aber sie hat hier einen kleinen Anhänger für den Gurt. Und wir haben die Dosen heute mal anders aufgestellt. Ja. Okay, und dann wollen wir mal gucken. Ich bin so ein schlechter Schütze. Ich brauche unbedingt... Also, wenn es um Ballerspiele geht, wirklich so Ballerspiele, Call of Duty und diesen... Oh, jetzt schneit's. Oder hagelt's? Es hagelt schon wieder! Was ist denn heute los hier? Ich spiele mit Schrotflinten und M249er. Also wirklich fette Wumme. Ich bin der Berserker in meiner Truppe immer. So, da gucken wir mal, wie gut ich heute schießen kann. Sag mal, voll Power dahinter. Aber getroffen habe ich trotzdem nicht. 3 Schuss. Mit einem Schuss ey, guck mal, wie geil ich das hingestellt habe. Und ey, ich schieße genau zwischendurch. Und ich treffe das Holzstück. Das gibt's ja wohl nicht. Sag mal, ich habe mit 3 Schuss daneben geschossen. Ich hasse diese Pistolen. Wieso kaufe ich mir die überhaupt? Ihr sollt euch sie ja kaufen. Und nicht ich. So. Gucken wir nochmal jetzt. Genau so ein Stück dran vorbei. Ich kriege die Krise. Meine Fresse nochmal. So, wieder nachgeladen. Und... Ey, das war der 4. oder 5. Schuss, oder? Scheiße, Mann. So, bin ich sauer. Also das Ziel muss wirklich größer sein als so. Sonst triffst du nichts. Ihr bestimmt, ich bin ja so nicht so der Pistolentyp. Ich kaufe die ja nur, weil ich Spaß daran habe. Oh Mann, ich trainiere damit. Ich verspreche es, ich werde damit trainieren. Ja. Reflex, reflektiert.
Hoffentlich geht die jetzt nicht kaputt. Wenn hier vorne einer ist, der immer in einer Sekunde ganz schnell nachladet. Finde ich die schon echt cool. Jo, Leute. Oh, schon wieder diese Flaschen. So viel heute zu der Reflex EX1. Kleinerer oder größerer Bruder von der unserer kleinen Jolzo. Anstatt dass wir hier unten ziehen, wie in einem Schrot oder wie bei so einer richtigen Pistole, so war keine Munition drin, sorry. Ist zumindest nicht so wie unsere Revolver oder wie unsere, wie heißt du? Snapfire, genau. Mit der Snapfire kann ich schießen, weil es ein ganz langer gerader Lauf ist. Ist für mich eine Schrotflinte. Abgesägte Schrotflinte mit einem Schuss. Also so wie eine Winchester, ne? Aber heute geht es natürlich um die Reflex EX1. Ja. Ich finde sie gut. Auch weil hier so ein kleiner Henkel ist. Das heißt, ich kann sie mir hier so schön ranmachen. Schnell so ein Gummiband hoch. Wie eine Schrotflinte nachladen und bumm, Schuss, tot. Und dein Gegner muss sich auf die Bank setzen. Ja. Da hat Cookie schon mal schön mitgedacht, dass ich die Schutzbrille tragen soll. Deswegen trägst du heute auch Schutzbrille. Ja. Cookie, du musst deine Schutzbrille richtig aufsetzen. Richtig aufsetzen, Cookie. Ja, sieht total beschissen aus. Ja, komm, ich bin wieder ein bisschen rum. Ja. So viel dazu. Und dann hat es die Reflex EX1 auch geschafft. Auch wenn ich euch sagen werde, dass ich mir diese Pistole nicht doppelt kaufe. Weil damit muss ich erstmal lernen, wie man damit schießt. Aber jedem das seine. Dann würde ich erstmal sagen, bis die Tage, Leute. Haut rein. Lasst uns die Schweine abknallen. Ciao!